Der bekannte YouTuber John Broke, der hat, glaube ich, so einen Eistee auch rausgebracht, ist mit einem anderen YouTuber, den ich gar nicht kenne, der heißt Lasso376, auf dem Weg nach Kurdistan. Autonome Region Kurdistan, Hauptstadt ist Erbil, oder auch Kurdistan Irak genannt. Und da, das ist ja für mich so wie zweite Heimat. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube, John Broke hat türkischen Migrationshintergrund. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es spannend und wir gehen auf jeden Fall rein. Can und ich fliegen nach Kurdistan. Das heißt, ich muss Koffer packen. Ich zeige euch mal die wichtigsten Dinge, die ich in meinen Koffer reinpacke. Mein deutscher Pass, der Gamechanger, meine Damen und Herren. Da wir 6 Tage lang wegfliegen, reicht ausnahmsweise eine Unterhose. Und das war's auch schon mit dem Kofferpacken. Ich fahre jetzt zu Can rüber. Also das reicht übrigens der deutsche Pass. Man kriegt bei der Einreise in Erbil oder Sulmani, bekommt man ein, ich glaube, es ist ein Monatsvisum, das kostet aber $70. Schöne Abzocke. Wir sind jetzt geschwind ins Lager gekommen, um ein paar Arbeiten zu erledigen. Wir haben hier Bombenwetter, weißt du, was ich meine? Bombenstimmung und Bombenwetter. Wir kommen in meine Halle, kennst du schon meine Halle? Ja, es ist eine Art. Es ist eine Art. Ja, du darfst es fahren und du darfst einsteigen, ja. Can, was ist denn das für ein Auto? Ist das ein... Ich trau meinen Augen nicht. Ist das ein freaking R8? Das sind Reezys. Und damit meine ich nicht den Rapper. Can, hör auf damit. Ich brauch das. Hör einfach auf damit. Ich sagte, ich brauch das. Hört ihr den Regen? Schaut euch das Bombenwetter mal an. Egal, morgen geht's nach Irak und dann haben wir 40 Grad. Und ich rede von 40 Grad Celsius, nicht Fahreneinheit. Oreo-Keks, Double Cream? Can, lass es bitte. Wir haben da 40 Grad. Die sind es aktuell. Und wenn das aktuell ist, dann sind es 40 Grad, ja. Aber eher 35. Wer von euch erkennt den Teil dieses Studios hier? Habt ihr das schon mal irgendwo gesehen? Richtig, Chill. Bei seinem Podcast auf seinem Zweitkanal. Welche Gäste hattest du schon hier, Can? Waren schon ein paar Gäste da. War Apache schon da? Ja, Apache war noch nicht da. Noch nicht. Ballert Apache seine DMs voll. Der soll zum Broadcast kommen. Hab die Sonne. Kann man da einfach hinfliegen? Ja, kannst du, ohne Probleme. Von Frankfurt, von Wien, von, glaube ich, Berlin auch, von Düsseldorf oder Dortmund mit... Fly Erbil zum Beispiel, die Lufthansa, Austrian Airlines. Fly Erbil bin ich bisher noch nicht geflogen, die sind ziemlich gut geworden angeblich. Brille an, fahr durch meine Stadt. Du bist respektlos, das kannst du nicht machen, Bruder. Das ist der Grund, warum er dann auch sowieso niemals kommen würde. Was ist das, Bruder? Du singst ein Lied und bummst die Kamera, Bruder. Wir fahren jetzt Richtung Flughafen Köln, von da fliegen wir nach Irak. Can ist schon am Schlafen, weißt du was? Ja, es ist sicher. Ich meine, ich habe nichts gefrühstückt und gestern Abend habe ich auch nichts gegessen. Willst du was knabbern? Ich brauche was zum Knabbern auf jeden Fall. Ich habe da was zum Knabbern. Müsli-Riegel. Nee, ich esse kein Corny. Von dem Corny werde ich richtig horny. Angekommen beim Flughafen. Steh auf, John. Wir sind angekommen. In Irak? Noch nicht, nee. Also aussteigen. Und das ist Mahmoud. Er wird uns begleiten. Er wird unser Tourguide sein für dieses Video. Was Erbil angeht, kennst du dich aus, meinst du? Bruder, Erbil ist mein zweiter Vorname. Ich habe hohe... Hau leer. Erwartungen, mein Lieber. Was war die Business Lounge? Ja, wie lange haben wir noch? Kein blassen Schimmer, wie lange wir noch haben. Aber ich will was essen. Ich muss was Eiweißhaltiges essen, weil ich mache nämlich meine Transformation auf meinem Zweitkanal. Ich brauche Eier, weißt du, was ich meine? Ich brauche sowas. Hier so Eier mit Mozzarella und so, weißt du, wie ich meine? Endlich. Wie schmeckt dein Sandwich? Ich bin da richtig glücklich, ich habe den Boy vergessen. Es geht nichts über Eier. Wie ich sehe, die sagen die ganze Zeit schon Kurdistan, aber zur Erklärung, natürlich ist das auch Irak. Kurdistan, Irak. Tonqualität wie THT 1986. Sie haben schon Kurdistan gesagt, steht auch in der Überschrift Kurdistan-Vlog. Also, die Irak sagt man natürlich auch, es bringt auch Klicks. Aber es ist schon gut, dass sie sagen schon konsequent Kurdistan. Ist doch schon alles gut. Ich auch zurzeit gesund, Amir. Stalibra. Proteinriegel. Stalibra, weißt du? Can Broke sagt das nicht. Schauen wir mal, ob er das Wort in den Mund nimmt. Das glaube ich nicht, dass er das verschweigt. Meine Damen und Herren, es wird Zeit. Ich hab den Geruch vom Flughafen vermisst, weißt du, was ich meine? So, wo zum Henker ist jetzt unser Flug? An die Leute, die sagen, Kurdish Airline gibt's nicht. Ich zeig euch echt Kurdish Airline. Hier warten wir jetzt alle gemeinsam auf unser Flieger, Fly Erbil. Die beste Airline, Flug ohne Ankunft. Ein Flug ohne Landeplatz, Can. Can, es geht schon wieder los. 5 Stunden, das ist hart. Ich will keinen kurdischen Piloten. Ich will auch einen schönen deutschen Piloten, keinen Kurden, der nicht fliegen kann. Ah, ich hab den Duft von Kerosin vermisst. Wie findest du den Duft von Kerosin? Oder ich hab ein bisschen Angst, geht nicht für mich mit mir. So, Can, wir fliegen jetzt gleich. Can Abi Jim und ich glaube, ich muss rein. Hast du Flugangst? Ja, ein bisschen. Und diesmal wird es besonders, denn diesmal gehen wir in unser Heimatland. Weißt du, was ich meine? Arme, was du zu essen? Ich habe darauf geachtet, auf seinem Kanal hat Can nur Irak gesagt. Oha.
Das ist natürlich, das ist Schisser, dass man das Land nicht richtig benennt. Das ist, in der irakischen Verfassung steht auch Kurdistan Irak. Es heißt halt offiziell Kurdistan. Cheeseburger? Cheeseburger haben wir nicht. Döner? Haben wir leider auch nicht. Sushi? Sushi haben wir da. Wie viel von 10? 15. Can, hier nimm ein Sushi. Hier hinten freut sich, hm? Wie viel? Hihi, hallo. Von 10? 15. Can, hier nimm ein Sushi. Hast du die selbst gemacht? Die habe ich mit meinen eigenen Händen gemacht. 10 von 10. Stabil, bra, stabil. Angekommen beim Flughafen Kur. Oh Gott, wie oft ich hier schon rausgekommen bin. 20, 30 Mal. Kurdistan, weißt du, was ich meine? Das, meine Damen und Herren, ist der Landeplatz hier. Ich habe ihn entdeckt, offiziell. Es wird ja oft gesagt, dass es keinen Landeplatz hier gibt, aber ich habe es hier offiziell entdeckt. Das hier ist der Landeplatz. Weißt du, was ich meine? Wer von euch kennt Tiger? Boah, Tiger ist so übel. Das ist so Red Bull hoch 10. War eine gewisse Zeit verboten und ist halt das Energy-Getränk da unten. Die Nummer 1. Tiger, weißt du, was die ich meine? Die Nummer 1. Meine Eltern haben immer gesagt, das ist schädlich, ich darf das nicht trinken. Nein, Bruder, das ist nur für kleine Kinder schädlich. Wenn du es ist schädlich. Auch für Erwachsene. Wenn du 16 bist, dann kannst du das trinken. Tiger. Die Nummer 1. Stabibra. Tiger, weiter so. Die Nummer 1. Wir haben 30 Grad. Ich warte gerade auf Can, weil die checken ihn gerade aus von oben bis unten, ob er irgendwelche illegalen Sachen dabei hat. Halbe Stunde später und er ist angekommen. Kam hier keiner nach mir zu fragen? Hier, trink einen Tiger. Das ist das kurdische Red Bull. Tiger. Amir, probier mal einen Tiger. Tiger, weiter so. Die Nummer 1. So, das ist unser erster Abend hier nach unserer Ankunft und gleichzeitig unsere erste Mahlzeit. Weißt du, was ich meine? Wir essen ja Tantuni. Da kommt diese Zitrone hier rein. Was hast du? Auch Tantuni. Aber du hast in so einer Teigrolle. Was hast du? Auch Tantuni, aber Hähnchen. Auch Tantuni, Bruder, in Rolle. Dann haben wir hier noch einmal Fingern. Also das heißt bei uns so. Wir nennen das nicht Pommes, wir nennen das nicht French Fries, wir nennen das Fingern. Schaut hier so mal der Beweis, hier steht Fingern. 3000 Dinar, weißt du, was ich meine? Hier haben wir noch einmal Hummus. Ja, ist jetzt einfach ein Laden um die Ecke gefunden, auf Schnelle, aber ist eine 10 von 10. Tiger. Wisst ihr, was das Beste hier ist? Du isst hier ganz entspannt dein Essen und da unten chillen Kakerlaken, weißt du, was ich meine? Das ist ganz normal, das ist normal. Unsere Artgenossen, weißt du, was ich meine? In Deutschland würden die diesen Schuppen schon schließen, aber hier sind sie willkommen, weißt du? So, meine Damen und Herren, jetzt zeige ich euch den Game Changer. Das ist die beste Pizza auf der ganzen Welt. Nein. Das kann ich euch mit gutem Gewissen sagen. Ich habe diverse Pizzen probiert in Kurdistan. Auch von den sogenannten besten Pizzerien. Die sind alle scheiße. Esst niemals in Kurdistan eine Pizza. Niemals. Lamm könnt ihr essen. Super. Aber nicht Pizza. KFC kann man da übrigens essen. Aber nur der KFC in der Nähe vom Flughafen, nicht der in der Family Mall, der ist Mist. Schmeckt ja echt gut. Ich probiere jetzt auch mal so eine Game-Changer-Pizza. Schaut mal, meine Damen und Herren. Ganz normal Topping, Hackfleisch, Käse. Also ehrlich, Pizza schmeckt besser, als sie aussieht. Wenn ihr mal hier seid, dann kommt ihr vorbei in Erbil, esst diese Pizza hier. Nein. Ich gebe selten eine 10 von 10, aber es ist eine 10 von 10. Weißt du, was ich meine? Niemals. Tiger, weiter so. Die Nummer 1. Komm, machst du einen Live-Test? Ich bin heute am Schwitzen, Bruder. Warum macht ein Tantuni-Laden und ein Obstladen auf einmal Pizza? Tiger, weiter so. Wir haben hier gerade 0 Uhr und die Friseure haben immer noch offen. Can schneidet sich gerade die Haare. This is your first haircut here in Iraq. Ich sag, er wird verkacken. This is the hairdresser from Lionel Messi. Ich sehe, Can zittert schon. Mal sehen, wie das Endresultat sein wird. Das sieht ja auf jeden Fall sehr angenehm aus. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben knapp 1 Uhr morgens, weißt du? Und wir haben immer noch offen. Stellt euch vor, ihr steht um 1 Uhr auf und denkt euch, ich gehe mir kurz mal die Haare schneiden. Weißt du, was ich meine? Tiger, weiter so. Armin, du schneidest so hobbymäßig. Ich hab mich ja nicht getraut. Das sind ja, also die Region Kurdistan heißt ja hier auch Bashur. Und die Bashuris, die haben sehr wilde Frisuren. Die haben so Aporett-Frisuren. Ich selber Haare. Was sagst du zu dem Friseursalon? Gemütlich, knusprig. Mhm. Was ist das für eine Audemars Piguet, mein Lieber? Das ist eine Patek-Felle. By the way, mein Outfit of the Day. Ich stecke seit 4 Tagen in diesem Outfit. Outfit of the Week, würde ich eher sagen. Weißt du, was ich meine? Tiger, weiter so. Wir kommen gerade aus diesem Friseursalon. Und daneben ist einfach ein Uhrenladen. Denkt ihr, diese Richard Mill ist original? Boah, definitiv. Schaut dir mal was hier an. Sogar Jacob & Co. Schaut euch das mal an. Nicht mal Marc Gebauer hat solche Uhren. Was geht, Marc? Davon kannst du ja eine Scheibe abschneiden. Komm mal nach Kurdistan. Hier gibt's viel geilere Uhren.
Das hier ist nicht Marktgebau, das hier ist Rosgar-Gebau. Stabil, Can. Hier holst du also immer deine Uhren. Tiger, weiter so. Wisst ihr, was das Problem ist? Die Leute in Deutschland denken, in meinem Heimatland, es ist wie in so einem Dorf. Aber schaut euch dieses Gebäude mal an. Das hat die neuesten LED-Technologien. Das sieht aus wie Dubai. Deswegen solltet ihr nie urteilen. Weißt du, was ich meine? Und hier fährt man sogar G-Klassen. Einfach eine G-Klasse, verstehst du? G-Klasse ist normal dort. Sollte mal zum Divan-Hotel, zu dem Nachtclub gehen, was da vorfährt. Tiger, weiter so. Was sagst du eigentlich zu dieser Modernität? Ja, das ist eine Siedlung mit Häusern. Das fand ich krass. Die Häuser sind nebeneinander gebaut. Jedes Haus hat eine eigene Architektur. Das ist richtig modern aus. Richtig krass. Tiger, weiter so. Wir sind gerade in einem Supermarkt, wie ihr unschwer erkennen könnt. Der Laden heißt Holland und er befindet sich in Kurdistan. Schaut euch mal an, was es hier alles gibt. Oreo-Eis, Bueno. Es gibt Ferrero Rocher-Eis, Raffaello-Eis. Warum haben wir nicht so etwas? Schaut euch mal an, wie viele Konflikte. Aber Stromausfälle sind Standard. Ja, das ist normal. Deswegen hat ja auch jeder so ein Stromaggregat. Also, deswegen fahre ich doch keinen Aufzug. Sorten es hier gibt. Peanut Balls. Die haben hier sogar Riesis Puffs. Was ist das? Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Schoko Pops mit Füllung. Dann gibt es hier noch so eine Füllung. Dann gibt es hier noch eine Füllung. Die haben hier ein ganzes Sortiment voll mit M&Ms. Wenn ihr dachtet, dass das alles war, da habt ihr falsch gedacht. Es gibt hier verschiedene Sorten an Proteinriegel. Es gibt hier Mars Proteinriegel. M&Ms High Protein. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist denn mit den ärmeren Menschen? Also Kurdistan geht's relativ gut. Klar, die Camps sind scheiße. Ich weiß gar nicht, ob die in die Camps gehen. Wäre auch nice, wenn sie sich mal die Camps anschauen. Aber Proteinpuffs, 15 Gramm. Can, willst du so einen Proteinpuff? Nee. Amir, soll mal uns so einen Proteinpuff nehmen? Boah, die sind geil. Also du hast dir echt von allem das Lärscheste ausgesucht, was es gibt. Was soll daran geil sein, Bro? Tiger, weiter so. Schaut euch das mal an, wie viele Pringles mit Tiger Sorten es hier gibt. Kann ich nicht mal an einer Hand abzählen. Weißt du, was ich meine? Das ist mit Abstand der geilste Laden, den ich so gesehen habe, ne? Das ist schon Amerika-reif, was hier abgeht. Puffs. Ja, ja. Und jetzt kommen wir zum Ende vom Vlog. Wir sind gerade bei Amirs Oma eingeladen. Wir machen gerade eine Übernachtungsparty hier. Also Grüße gehen nochmal raus an Amirs Familie. Sehr, sehr lieb und gastfreundlich. Hab ich auch nicht anders erwartet. Und Grüße gehen raus an Rosgar. Rosgar-Gebauer. Ich leg mich jetzt neben Can Abi. Gute Nacht, Can Abi. Gute Nacht, Bro. War wirklich ein stressiger Tag, aber ein gelungener Tag auch gleichzeitig. Schlaf gut. Sollen wir gleich noch eine Pfeife rauchen, John? Nein, ich gehe schlafen. Sollen wir vielleicht zwei Pfeifen rauchen? Okay, ich deute das als ein Ja. Tiger, weiter so. Es ist gerade 3 Uhr morgens. Wir laufen zur Moschee, um das Morgengebet zu verrichten. Oder wir haben 20 Grad. Wir haben gerade frisch Gebetswaschung genommen. Jetzt schön beten. Ich finde das Gefühl, in die Moschee zu laufen mit seinen Brüdern, Bruder. Das ist übrigens gefährlich, Straßenhunde in Erbil mittlerweile. Letztens haben die ein Kind getötet. Also, die Hunde sind nicht ohne. Deswegen schauen wir uns auch gleich das zweite Video an davon. Da sind sie auf dem Bazar. Und da stelle ich nur noch ein, damit wir auch den richtigen Copyright-Hinweis haben. Muss alles korrekt sein. So. Es ist ein brandneuer Tag und wir befinden uns gerade nicht bei Amirs Oma, sondern diesmal sind wir im Hotel. Crystal Hotel. Wir machen heute einen entspannten Tag. Vielleicht schneide ich sogar heute schon meine Haare, je nachdem, wie es zeitlich passt, weil wir haben heute sehr viel Programm. Can hat schon gestern seine Haare geschnitten. Ehrlich, das sieht echt fresh aus. Ich hatte noch nie so einen guten Übergang. Das ist die YouTuber-Welt, das müssen wir nicht verstehen. Brauchen wir nicht verstehen. Und so sieht die Lobby hier aus, weißt du was? Ja, das Hotel ist mittelmäßig. Also, das ist das Hotel, wo damals das Einsatzkontingent der Bundeswehr am Anfang untergebracht worden ist. Das wurde komplett gemietet. Und da wollten sie mich auch mal unterbringen, weil ich ja Wahlbeobachter war. Bei dem Unabhängigkeitsreferendum, da waren halt die ganzen Wahlbeobachter untergebracht. Hatte ich aber keinen Bock drauf, bin in ein eigenes Hotel gegangen, was auch billiger ist. Das Hotel ist, ich find's scheiße. Auch zu teuer. Du zahlst da $140-150 die Nacht. Für ein Drittel des Preises kriegst du ein ebenso gutes. Kleiner Funfact, es hat ein Kollege von Can für uns geklärt. Also wirklich, Grüße gehen raus an dich. Dankeschön, mein Bruder. Ja, danke dir, Bär. Weißt du, was ich meine? Die Jungs wollen jetzt ein paar Bilder schießen für Facebook. Ja, ich mache ein paar Fotos. Das ist für Facebook. Ihr dürft es den Jungs nicht übel nehmen. Für Facebook darf man alles machen. Weißt du, was ich meine? Mein Uropa hat Facebook. So krass ist Facebook. Ich komme raus aus dem Hotel und das Erste, was... Währung, Irakisch Dinar. Und man darf auch noch in die USA einreisen, ja.
Was ich hier sehe, ist die wunderschöne Sonne, die auf uns scheint. Und die Sonne ist gesund, meine Damen und Herren. Die hat sehr viel Vitamin D. Das heißt, wir sind wie Autos. Autos tanken Benzin. Wir Menschen tanken Vitamin D. Verstehst du? Wir sind jetzt gerade im Bazar, wo wir Geld wechseln können. Und hier ist die Hölle los. Schaut euch das an. Überall liegt hier Geld herum. Jeder wechselt Geld. Es gibt Euro, Dollar, Pfund, türkische Lira. Es gibt alles. Man kann hier alles wechseln. Hier liegen die Batzen einfach so auf dem Tisch. Und keiner klaut das. Weil jeder macht hier sein eigenes Ding und man beklaut sich nicht gegenseitig. Weißt du, wie ich meine? Und Jan und so wechseln gerade Geld. Bruder, wollen wir keine Antwort? Das ist der berühmte Taschenrechner von Hassan Einstein. Das, meine Damen und Herren, sind 100 Euro. Hier ist sogar das kurdische Fernsehteam am Start. Ich hab denen meinen Huni gegeben, der hat nicht mal geguckt, das Original ist, hat einfach reingeworfen. Wenn man in Deutschland irgendwo einkauft und mit einem 50er-Schein bezahlt, dann prüfen die das erstmal in einer Maschine und schauen, ob das echt Geld ist. Wallah, bei mir sogar mit 20 Euro. Bei mir war sogar mal mit 10 Euro. Hier gehen die nicht davon aus, dass man mit Falschgeld handelt, weißt du, wie ich meine? Wir haben alle schwarze Haare und schwarzen Bart, weißt du, deswegen können die nicht kontrollieren, dann müssen die von jedem kontrollieren. Also, wie ihr erkennen könnt, sind wir im Bazar und hier gibt's eine Menge Sachen, hier kann man alles... Ja, um die Ecke ist die Zitadelle. Mal schauen, ob sie... Jetzt bin ich gespannt, ob sie... in dieses Café gehen, erster Stock, oder ob sie halt unten bleiben bei der Shisha-Bar oder Shisha-Café. Oben drüber ist es besser. Da ist es auch so gekühlt mit so einem Wassernebel und da kriegst du auch Shisha und Baklava und alles direkt unterhalb der Zitadelle. Mögliche kaufen, hier zum Beispiel Aprikosen. Das waren doch Aprikosen, oder? Das waren Pfirsiche, oder? Dann hier kann man verschiedene Teesorten kaufen. Das ist das beste Tee, so wie Red Bull hier in Kurdistan. Es gibt ja keinen, der keinen Tee trinkt. Jeder Erwachsene trinkt schwarzen Tee in Kurdistan. Und sowas wie Teebeutel gibt es hier nicht. Man kann ihn nur so in Mengen kaufen. Das ist das Five Gum bei uns. Willst du einen Five Gum? Gib mal einen Kaugummi. Nimm was. Mach einen Geschmackstest. Teste unser Five Gum. Five Gum? Da geht's hoch. Five Gum. Ja, mal kurz zurück. Hier ist ja auch das Café. Hier, da wo die aus ist. Hier geht die rein. Und dann geht es in den ersten Stock und da oben habt ihr einen geilen Blick über den ganzen Vorplatz. Boah. Hier oben, da ist es. Das ist das Café. Also sollte ich in Kurdistan sein, bin ich mindestens einmal dort. Gut, Five Gum. Die Atmosphäre ist hier sehr, sehr lebendig. Überall sind Menschen, die handeln. Und dort oben ist die älteste übrig gebliebene Stadt der Welt. Da kann man zum Beispiel Lackschuhe kaufen. Da werde ich später einkaufen, weil ich brauche ein paar Lackschuhe. Ich brauche nämlich auch welche für Deutschland, auf Hochzeiten und so. Kann man immer gebrauchen, Lackschuhe. Es gibt hier sehr viele Sachen, wie zum Beispiel auch Bibliotheken. Weißt du, ich meine? Five Gum. Da gibt es wieder ein... Ist das nicht ein islamisches Land? Wusste nicht. Da ist Alkohol erlaubt. Ja, ja. Das ist sehr tolerant, Kurdistan. Da kannst du Alkohol kaufen, natürlich. Aber halt nicht im islamischen Viertel, muslimischen Viertel, sondern da gehst du nach Ankawa, das christliche Viertel, und dort sind ganz viele Alkoholgeschäfte. Das ist ja auch in Bagdad so. Da kannst du auch Alkohol kaufen, aber das ist halt meistens in den jesidischen Läden. Ein Shop für Lackschuhe. Sowas wie Nike Air Force One und sowas gibt's hier nicht. Weißt du, was ich meine? Nur Lackschuhe oder Schlappen. Ich zeige euch mal ein paar Füße. Ich mache einen Lackschuh- und Schlappen-Counter. Hier, Lackschuh, Schlappen, Schlappen. Nein, ich will keine Gucci-Brille. Hier, Lackschuh, Schlappen. Hier, der Abi hat auch Lackschuhe. Hier, Schlappen, Schlappen, Lackschuh. Hier, Lackschuhe, Schlappen. Five Gum. Wir haben gerade für Can seine Foto gedreht hier. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir in 100 Jahren niemals... Übrigens, da ist das Essen gut. Das kenne ich. Das ist wirklich gut. Ich kann mir vorstellen können, dass Can einmal mit mir in mein Heimatland fliegt. Naja, ich brauche Videos. Five Gum. Wir gehen jetzt zu einer Sehenswürdigkeit, zum Khalat heißt das hier. Wir sind hier hochgelaufen, da laufen wir jetzt rein. Gehen jetzt gratis rein und schauen uns den Khalat an. Schaut euch das an, die reinste Ruine hier. Knapp 4000 Jahre alte Stadt hier. Ist natürlich nicht bewohnbar, aber sie steht noch. Dafür, dass das stimmt nicht, ist durchgängig bewohnt, da wohnen auch Leute drin, seit 6000 Jahren durchgängig. Wie ist das Internet in Kurdistan? Ausgezeichnet, besser als in Deutschland. Die älteste Stadt hier ist, hat die sich noch recht gut gehalten. Schaut euch das mal an. Die wird doch restauriert. Das ist echt faszinierend. Wie ein Museum, aber gratis. Man kann einfach reingehen und sich die Sachen ansehen. Das sind antike Gegenstände hier. So sahen die Häuser also damals aus. Vor 4000 Jahren gab es auch eine Dartscheibe hier. Das ist auch ein antiker Gegenstand. Nee, aber Spaß beiseite, hier sind auch so Schwerter. Hier ist so eine Babyschaukel. Da gehörst du hin, John. Five Gum. Antike Werkzeuge, wie ihr sehen könnt, meine Damen und Herren. Ihr müsst euch vorstellen, das ist sehr, sehr alt. Und das dürfen wir einfach anfassen hier. Es ist nicht wie in deutschen Museen, dass alles in einer Glasvitrine eingepackt ist und man darf es nicht berühren, sondern hier darf man alles anfassen. Weißt du, wie ich meine? Hier eine Jahre alte Zange. Five Gum. Langsam ist mir echt heiß. Und bevor jetzt... Der Cut ist so geil.
wieder Kommentare unten drunter stehen, dass ich unrasiert bin und meine Haare auf 100 sind. Ich gehe jetzt demnächst zum Friseur und teste den Friseur hier in meiner Heimat. Also wie schon erwähnt, das hier ist die älteste Stadt. Das hier ist eine ganze Stadt. Hier gibt es eine Schule, hier gibt es eine Moschee. Es gab auch Handelsmärkte und alles. Ah, ist die große Flagge. Andere, was es so in der Stadt gibt. Hier sind die ganzen bekannten Menschen, die schon hier waren. Ja, aber das ist das Café unten drunter. Steven Seagal. Null. Der französische Ambassador, der südkoreanische Ambassador, sehr viele bekannte Menschen waren schon hier. Der britische Ambassador. Das hier ist zum Beispiel damals die Schule gewesen. Dort drüben war der Pausenhof. Hier war der Pausenhof, hier haben die Menschen gechillt, wenn die Pause hatten vom Unterricht. So wurden die Fenster damals gebaut, einfach ein Loch. Ich komme da jetzt nicht hoch, aber ich gehe mal mit der Kamera da rein, vielleicht seht ihr, was da drin ist. Willkommen. Ist da irgendwas Besonderes drin? Schreibt es in die Kommentare. Also wir verlassen diese alte Siedlung jetzt. Ich nehme mir mal ein kleines Souvenir mit. Tue ich in die Hosentasche. Das nehme ich mit nach Deutschland. Willkommen. So, das war's jetzt mit der Sehenswürdigkeit. Wir gehen jetzt kurz aufs Hotelzimmer, laden unsere ganzen Geräte auf und dann geht's wieder raus. Ich zeige euch jetzt mal kurz das Zimmer. Das ist auch schon unser Zimmer. Im altmodischen. Wenn nirgendwo ein Fastlink-Router liegt, dann waren sie noch nie in Kurdistan. Stil. Achtet nicht auf die Chaotik. Ich zeige euch jetzt zum ersten Mal das Zimmer. Jan bereitet die GoPro vor, weil wir werden ein bisschen Action machen später. Also so sieht das Zimmer im Großen und Ganzen aus. Ein solides Zimmer, kann man machen. Das ist unsere Aussicht, by the way. Hotelzimmer mit Aussicht auf Strand. Wie findest du den Strand hier? Geisteskrank. Hier sieht man auch Bagger arbeiten unten. Also ich respektiere die Arbeiter, dass sie in so einem Wetter so hart arbeiten und dass wir hier wie lausige Bengel in so einem Hotelzimmer chillen, ist nicht gut. Und deswegen müssen wir jetzt rausgehen und auch arbeiten, John. Ich bin noch am Arbeiten, ich lade meine Akkus auf. Das gehört alles zur Arbeit. Hast du recht. Ja, du arbeitest so hart, gönn dir mal eine Pause. Gönn dir Pause, komm, leg dich hin. Okay. Ach, danke schön, Bruder. Pfeife, komm. Ich kämm doch geschwind meine Haare und dann geht's auch schon los, würde ich sagen. Komm mal näher, sehe ich von hier hinten nicht. Oh ja, die Frise sitzt an mir. Ich muss immer auch zum Friseur, aber das machen wir. Entweder heute Abend oder morgen. Mein Outfit of the Day. Outfit of the Day. Hier haben wir einmal die Prada-Sonnenbrille. Die ist gefälscht, oder? Ich glaube, auf dem Markt. Nein, die ist ganz bestimmt nicht gefälscht. Dann die silberne Kette glänzt, wie der 500er Benz. Rolex, natürlich original, Bruder. Dann hier Jeezy's, natürlich original, Bruder. Ich will ein Benz, ein 500er, bei dem jede Felge glänzt. Kannst du bitte in Ruhe lassen und mich nicht mehr so belästigen? Wir sind hier gerade auf den Bergen und man kann hier Pferde mieten. Dort drüben reiten die einfach Pferde. Das ist die Natur, meine Damen und Herren. Hier gehören wir Menschen normalerweise hin. Schaut euch das mal an hier. Safari Kurdistan, du meine Güte. Er sagt, du sollst Schutz für deine Eier benutzen, damit, ja, damit du deine Eier nicht verletzt. Er sagt, wenn du den Quad einmal kaputt machst, dann darfst du zu Fuß nach Hause gehen. Okay, perfekt. Weil außerdem hat er gesagt, dass hier auch eine Inflation stattfindet und der Döner auch teurer geworden ist. Okay, okay. So, und wie in jedem Land testen wir auch hier in diesem Land die Quads. Deswegen fahren wir jetzt gemeinsam Quad auf den Bergen. Weißt du, wie ich meine? Steifen von Jan, ich laufe rein in die Bank, hole die Scheine, verdammt. Pfeife, komm. Steifen von Jan, erwisch meine Frau mit einem anderen Mann. Was ist los? Let's go! Wir haben einen verloren! Wir machen hier gerade Fotos. Es ist gerade innerhalb von einer Sekunde dunkel geworden. Bruder, 100 Euro ausgeben für dunkle Aufnahmen. Jungs, lass mal weiter. Die Bilder hier lohnen sich gar nicht, Bruder. So langweilig, dass sie gar keine Waffen dabei haben. Das ist ja Berge, da sind ja auch Wölfe. Also das muss man auch mal gemacht haben. Eine Quad-Tour auf den Bergen um 0 Uhr nachts. Hier bei uns in der Heimat macht man alles um 0 Uhr nachts. Aber der Vibe ist geil, weißt du? Da hätte ich überhaupt, also mal ganz ehrlich, darauf hätte ich erstmal überhaupt keinen Bock. Weil du in den Sommerzeiten, gerade nachts, du hast so viele Schlangen. Und also auch so schwarze Kobrassen, so Skorpione und den ganzen Dreck und Wolfsrudel. Aber die Schlangen sind halt ein Problem. Null Bock. Null Bock auf sowas. Das, was ich meine. Also das sollte normalerweise nicht legal sein. Es ist stockdunkel, ich sehe gar nichts. Und es ist voll mit Staub. Wir sind irgendwo auf den Bergen. Ich hoffe, wir kommen hier heil raus. Jetzt sehe ich echt gar nichts mehr. Boah, aber Spaß beiseite. Schaut euch mal diese Aussicht an. Was ist das für eine Aussicht, bra?
jetzt ein Tiger trinken und dann ist der Abend gerettet, Bruder. Ein Tiger. 5 Gramm. Und das war's auch schon mit der Quad-Tour um Mitternacht. Sag mir schon, wie die dunklen Aufnahmen. Er hat einfach Flecken bekommen während der Quad-Tour. Sieht aus wie ein Discord-T-Shirt. Bruder, das ist einfach ein hilfiger T-Shirt. Jetzt habe ich ein Discord-T-Shirt und Discord-Hose. Was eine schöne Discord-Hose. Also war okay, ich würde jetzt hier nicht nachts hierher kommen. Ich würde nur tagsüber hierher kommen. Thank you very much, brother. But it would be more beautiful if it was day, in the daylight. 5 Gramm. Schaut euch diese Ach, ich feiere den Schnitt. Hangen einen Quatsch mal an. Das ist ein Kunstwerk von Hassan Einstein. Wie fandest du die Quad-Tour? Kurzes Statement. Ja, war sehr lecker, bisschen salzig, aber ansonsten Staub war lecker. Es war echt staubig, ohne Witz. 5 Gramm. So, das war's auch schon mit dem Video. Morgen ist auch schon ein neuer Tag. Morgen werden wir geile Sachen unternehmen. Gute Nacht, Can. Junge, wir müssen noch mal ein Funkvideo drehen. Was los? Was ist das für ein Fake-Auto? Wir gehen jetzt raus. Wir werden den ganzen Tag am Schlafen. 5 Gramm. Oh, geil. Schöne Tour. Ja. Ist auch wirklich geil. Ich kenne den gar nicht. Lasso 376. Ist der Kurde? Was ist eure Meinung? Ich bin auf die anderen Vlogs gespannt. Wenn ich in Kurdistan bin, werde ich auch wieder was aufnehmen. Ich habe sogar aufgenommen im Februar. Das ist vorgecuttet. Ich muss das eine noch einsprechen. Ich kam einfach nicht dazu während des Wahlkampfs, aber es kommt in den nächsten 2 Wochen, kommt mein Kurdistan-Video. Auch mit Bericht Erdbeben damals und Corona und volles Programm. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da. Bis dann.